Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, was du eigentlich machen kannst, wenn deine Waschmaschinentür einfach nicht mehr aufgehen will. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn kurz noch zum Verständnis. Wir haben hier vorne einen Haken und wenn ich hier den Türgriff betätige, dann geht dieser Haken bei mir jetzt in Richtung Bullauge. Kann natürlich auch sein, dass bei dir dieser Haken zum Beispiel nach außen weggeht oder der Haken auch noch einmal etwas anders ausschaut. Und wenn ich diesen jetzt in die Tür reingebe, dann verschließt der Haken hier hinten mit dem Schloss sozusagen die Waschmaschinentür. Wenn du bei dir zu Hause jetzt ein Waschprogramm unterbrichst oder das Waschprogramm ganz normal durchlaufen lässt, dann dauert es danach normalerweise noch so circa 3 Minuten, bis sich die Tür hier unten dann erst entriegeln und danach kannst du sie natürlich erst öffnen. Wenn deine Tür also klemmt, würde ich am Anfang auf jeden Fall probieren, den Stecker hier zu ziehen und dann einfach mal so ungefähr 5 Minuten zu warten, ob sich dann die Tür öffnen lässt. Wenn das nicht hilft, kann es auch wirklich sein, dass hier hinten das Türschloss nur etwas klemmt. Dann am besten mal hier außen auf diesen Ring mit deiner Faust leicht draufhauen, auf keinen Fall auf den Türgriff, denn diese bricht relativ schnell ab. Mit Gefühl also hierbei auf Höhe von dem Schloss etwas klopfen und dann schauen, ob sich die Tür wieder öffnen lässt. Methode Nummer 3 funktioniert nur, wenn dieser Haken Richtung Mitte Bullauge zum Eindrücken ist, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Hierfür benötige ich jetzt einfach mal ein Stück Seil bzw. etwas Schnur, welche ich hier hinter das Bullauge gebe. Ich fange bei meinem Schloss hier vorne einmal an, gebe es dann nach links hinten und nun muss ich mit etwas Kraft nach links hinten drücken. Und schon kannst du sehen, ich habe den Haken hier vorne jetzt mit meiner Schnur, nämlich Richtung Mitte Bullauge gedrückt und somit konnte ich die Tür auch schon öffnen. Je nach Modell haben wir oftmals auch direkt unten beim Fach des Flusensiebs eine Notentriegelung. Diese schaut dann meistens so aus, dass von hier oben ein schwarzer Hebel nach unten geht. Und wenn ich an diesen Hebel jetzt dann mal noch weiter nach unten ziehen würde, dann geht das Schloss da oben bei meiner Tür auch auf. Bei mir ist es jetzt leider nicht der Fall. Das Flusensiebfach kann übrigens auch etwas höher liegen. Das ist dann meistens hier so ein kleines viereckiges Kästchen, was man da zuvor natürlich aufmachen muss. Die fünfte und letzte Methode funktioniert nur, wenn ein Türgriff hier wirklich abgebrochen ist. Hierfür ist dann meistens ein Plastikteil innen drin kaputt gegangen und dann sitzt dieser Griff wirklich sehr, sehr locker. Wenn ein Türgriff also sicher kaputt ist, nimm am besten mal einen sehr kleinen Schlitzschraubendreher und mit diesem musst du jetzt hier hinten drin in diesem Schlitz mal etwas rumstochern, sage ich einfach mal, und schauen, dass du den Haken hier hinten drin entweder Richtung Bullauge nach vorne oder vom Bullauge weg irgendwie bewegen kannst bzw. leicht reindrücken kannst. Und somit kann sich diese Tür dann nämlich auch öffnen. Ich hoffe, dass eine von den gezeigten Methoden dir zu Hause hilft, dass du deine Waschmaschinentür wieder richtig aufbekommst. Wenn ein Türgriff von der Waschmaschine kaputt ist, du einen neuen brauchst, deine Waschmaschine schon sehr alt ist und du vielleicht einfach mal wieder eine neue zulegen möchtest, um Geld zu sparen, oder auch wenn du nur etwas Schnur benötigst, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen unter 7 hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren, um somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 € einzusparen.